Wenn man Schüler lektinfrei ernähren möchte, wie macht man das? Die Fragestellerin sagt, sie hat die Möglichkeit, selbst Hühner zu halten. Und sie sagt, im Sommer sei Grasfütterung kein Problem, aber im Winter müsse sie zufüttern können, die Tiere auch etwas anderes außer Hirse fressen. Und welches andere Getreide ist zu viel, sodass die Eier dann letztlich doch irgendwo Spuren von Lektinen enthalten? Nun, ich bin Humanmediziner, ich bin kein Tierarzt. Aber ich habe eben erzählt, wir waren gerade mit den Kids auf einem Bauernhof und da hatte ich die Möglichkeit, weil sie diese Frage ausreichend früh angereicht haben, mit einem Landwirt, der das studiert hat, zu sprechen und mich ein bisschen darüber zu informieren, wie muss man so ein Huhn eigentlich füttern. Und ich lerne immer was gern dazu, deswegen ein bisschen neueres Wissen über Hühnerernährung, das ich gerne jetzt mit Ihnen teile. Das habe ich, wie gesagt, extra für Sie mir angeeignet. Also, erstmal ist es so, dass ein Huhn ausreichend Eiweiß benötigt. Und dieses Eiweiß braucht es mindestens mal so in etwa 16 bis 18% seiner Futtermenge, um ausreichend Eiklar und die Eierschale produzieren zu können. Nun ist es so, dass die meisten Lebensmittel nicht eiweißreich genug sind. Auch Hirse hat einen relativ hohen Eiweißanteil, wenn Sie es mit anderen Getreiden vergleichen, aber 18% kriegen sie nicht hin. Deswegen brauchen diese Tiere zusätzlich eine Eiweißquelle. In der Regel sind das Insekten, die die picken, gerade wenn sie im Sommer die Wiese durchpicken. Aber normalerweise wird man jetzt hingehen und wird über Maisprotein das vielleicht versuchen, Sojaprotein. Aber es gibt eine ganz klassische Variante, wie das funktioniert. Und die ist interessanterweise Fischmehl. Fischmehl ist etwas, was heute ein bisschen in Verruf geraten ist, aber theoretisch würden Sie ein Hühnchen lektinfrei zufüttern wollen, dann wäre Fisch eine sehr interessante Variante. Und ich habe auch extra recherchiert. Die nächste Fragestellung ist, Sie brauchen genügend Mineralstoffe, damit die Eierschale gebildet werden kann. Insbesondere Kalzium, aber auch Phosphor, Natrium und Chlorid sind notwendig. Und ich habe darüber nachgedacht, welches Lebensmittel würde theoretisch die ideale Grundlage haben. Und das wären kleine Fische. Insbesondere, wenn sie Fischreste hätten aus der Ernährung, wäre das etwas, was sich durchaus eignen würde. Und ich habe recherchiert, könnten sie zum Beispiel einem Huhn eine Sardine füttern. Und das würde wahrscheinlich gut funktionieren. Denn dann hätten sie theoretisch all diese Bestandteile drin. Sie haben das tierisch verfügbare Kalzium aus den fermentierten Knochen der Sardine. Sie haben das Eiweiß sowieso. Sie haben diese ganzen Salze drin und sie würden auch noch die Omega-3-Fette damit in das Ei reinbekommen. Das ist ganz spannend. Normalerweise, wenn es Omega-3-Eier gibt, sind die Tiere mit Leinsamen gefüttert worden. Leinsamen, wissen Sie, schafft zwar relativ viel Omega-3, aber leider auch ein relativ hohes Omega-6-Profil. Würde ich Fischmehl oder Fische füttern, wäre das interessanterweise anders. Und dann ist es so, das Futter muss natürlich ausreichend Vitamine enthalten. Sie brauchen unter anderem, wie für Menschen auch, zum Beispiel genug Vitamin A, genug Vitamin D, genug B-Vitamine in einem Hühnerfutter. Und das würden Sie theoretisch ja, mit Fischmehl, wo ja auch die Fischleber mit drin verarbeitet wäre, oder würden Sie die ganze Sardine essen, unproblematisch über Vitamin D und Vitamin A erreichen. Und dann wäre es so, für B-Vitamine, gerade Folsäure braucht es Grünfutter. Und idealerweise wäre es aber so, dass Sie jetzt entweder mit Küchenabfällen arbeiten. Das können Sie nicht in der Landwirtschaft machen, weil es ist entsprechend nicht den Ernährungsbestimmungen gedacht. Aber halten Sie Ihre Hühner für den Eigenbedarf, sieht das ein bisschen anders aus. Also würden Sie theoretisch hingehen und würden idealerweise das, was Sie selbst übrig behalten, würden Sie schauen, essen es die Hühner. Wenn die Hühner es essen, super, dann füttern Sie den Hühnern die Fischreste, die sie haben oder was auch immer übrig bleibt. Aber jetzt ist es so, dass es auch bestimmte Dinge gibt, ich habe mich mit dem Landwirt unterhalten, die zwar lektinfrei wären, aber die ein Huhn nicht essen würde. Also beispielsweise, Sie haben Süßkartoffeln geschält und wahrscheinlich würde ein Hühnchen es nicht packen, eine Süßkartoffelschale zu futtern.
Und jetzt wäre ich... An dieser Stelle unterbrechen wir dieses Video, denn das Video ist eigentlich Teil meines kostenpflichtigen Ernährungsprogramms. Sie bekommen jetzt trotzdem eine Möglichkeit, sich dieses Video zur Probe anzuschauen. Das machen wir, damit Sie einen Eindruck erhalten können, welche Inhalte Sie erwarten, wenn Sie sich entscheiden, mit uns hier in der Praxis Dr. Gersch zusammenzuarbeiten. Um das Video jetzt einmal vollständig anschauen zu können, schicken Sie bitte eine SMS mit dem Wort Video und die Nummer des Videos sehen Sie jetzt hier eingeblendet an die genannte Handynummer. Sie erhalten dann von uns eine SMS mit dem Link zum vollständigen Video zurück und wir kontaktieren Sie auch, um zu prüfen, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Mein lektinfreies Ernährungsprogramm, das zeige ich Ihnen hier einmal. Das ist übrigens eine Ansammlung, nicht nur von Videos. Also ja, Sie kriegen auch Zugriff hier auf mein Business-Archiv. Gucken Sie, das hat jetzt über 1600 Videos zu allen möglichen Aspekten der lektinfreien Ernährung. Aber eigentlich geht es darum, dass Sie in dem Programm persönliche Unterstützung bekommen durch unsere Community, durch die Videosprechstunde, die wir jede Woche machen. Denn die Erfahrung zeigt, viel Wissen nützt Ihnen gar nichts, sondern es geht um die tatsächliche Umsetzung. Eine lektinfreie Ernährung funktioniert sehr gut, wenn Sie sie zu 100% und fehlerfrei umsetzen. Und wir wissen, wenn wir Ihnen jetzt nur Videos geben würden, dann wird das in der Regel leider nicht klappen. Deswegen bieten wir eine lektinfreie Ernährungsumstellung auch ausschließlich im Rahmen von meinem strukturierten Ernährungsprogramm an. Und für diejenigen, die jetzt sagen, Dr. Gersch, warum stellen Sie dann nicht einfach alle Videos kostenlos ins Internet, wenn man doch sowieso die Gemeinschaft des Programms und die persönliche Unterstützung für eine lektinfreie Ernährungsumstellung braucht? Weil ich weiß, dass Sie ganz sicher Rückfragen haben werden. Und die Rückfragen, dafür brauchen wir den richtigen Rahmen, die zu beantworten. Meine Praxis bezahlt sehr gute Löhne. Wir stecken wirklich viel Ressourcen in dieses Ernährungsprogramm. Beispielsweise habe ich 2 Mitglieder im Team, die nichts anderes in ihrem Job machen, als die lektinfreien Rezepte auf unsere Patientinnen und Patienten individuell anzupassen. Deshalb, wer jetzt sagt, ich möchte sowieso kein Geld ausgeben, der ist bei uns grundsätzlich leider nicht richtig. Und ich muss auch dazu anmerken, für diese Menschen ist auch eine lektinfreie Ernährung nichts. Denn allein gute Lebensmittel kosten mehr Geld in lektinfreier Qualität als konventionelle Lebensmittel. Und wie soll ich Ihnen sagen, der Preis von einem schlechten Lebensmittel gegenüber einem guten lektinfreien Lebensmittel ist wahrscheinlich mehr als das Hundertfache davon. Und diejenigen von Ihnen, die jetzt sagen, naja, Hundertfache, wie soll das sein, dann haben Sie sich mit der Thematik, was Ernährung alles an negativen Folgen auslösen kann, wenn man sie falsch macht, wenn Sie essen, was Ihnen schadet, noch nicht beschäftigt. Schauen Sie sich dazu bitte mehr Informationen an, weil dann sind Sie einfach noch nicht bereit. Aber wenn Sie jetzt sagen, lektinfreie Ernährung, Sie haben mich jetzt am Haken, das machen wir, dann lade ich Sie ein, kommen Sie direkt in unser Ernährungsprogramm und wir starten durch. Und wenn Sie jetzt aber erst einmal genauer wissen möchten, wie geht jetzt dieses Video hier weiter, wie läuft eine Zusammenarbeit ab, dann meine Einladung an Sie, schicken Sie uns diese SMS zu. Die SMS kostet Sie das, was in Ihrem ganz normalen Handytarif für eine Nachricht anfällt. Die Antwortnachricht, die Antwort-SMS von uns, die berechnen wir Ihnen nicht. Und Sie müssen wissen, der Abruf ist auf maximal 2 Videos limitiert, weil spätestens dann bitten wir, sich zu entscheiden, möchten Sie mit uns arbeiten, ja oder nein. Also, senden Sie uns jetzt eine SMS an die eingeblendete Nummer und Sie erhalten Zugriff auf die vollständige Version des Videos. Ich freue mich, wenn ich Sie dabei begleiten und unterstützen darf, Ihre Ernährung umzustellen. Bis dahin,
Tschüss. Check up your vitals, define your issues, set up your goals for a healthier you. Care about your complaints and prevent future ones. Let's make a mark for longevity. Here at Dr. Gers, your life has worth.